Ja, hallo und willkommen bei eBagTom. Ja, heute zeige ich euch mal die Funktion des Yahama-Displays und nenne euch auch die Gründe, warum ich mich speziell für dieses Display entschieden habe bei meinem Highbike. Dann wünsche ich euch viel Spaß. So, da ist das gute Stück, das Yahama-Display Typ C. Ja, ein- und ausschalten hier auf der linken Seite. Und dann gibt es immer eine kurze Textnachricht mit Let's go oder We see you. Dann haben wir oben angefangen erstmal die Uhrzeit. Die muss immer neu eingestellt werden. Das ist ein leichter Nachteil, finde ich. Weil bei jedem Ausmachen des E-Bikes verschwindet dann auch die Uhrzeit, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Dann haben wir hier oben die Kilometeranzeige. Dann hier farblich gekennzeichnet die Unterstützungsstufen. Angefangen bei Eco Plus über Eco, Standard und High. Dann haben wir hier auf der rechten Seite die Anzeige des Akkus. Bei mir jetzt noch 28% und die Reichweite, die mögliche mit 36 Kilometer und darüber noch die Kadenz. Natürlich wird hier, je nachdem welche Unterstützungsstufe ich wähle, auch die Reichweite dementsprechend angepasst. Bei Eco Plus noch 73, bei Eco noch 56. Bei Standard 36 und wenn ich jetzt auf High fahren würde, hätte ich noch 30 Kilometer Reichweite. Ganz wichtig zu wissen an dieser Stelle ist, wenn ihr euer Handy über Bluetooth mit dem Yahama Display verbindet, habt ihr keine Reichweitenanzeige mehr zum Akku. Das sollte euch bewusst sein. Ja, über eure Select-Taste in der Mitte 3 Sekunden drücken. Und ihr gelangt ins Menü. Fangen wir mal an direkt mit der Zeiteinstellung bei Clock. Da könnt ihr euch die Uhrzeit einstellen. Bei mir sind es jetzt exakt 11.05 Uhr, auch tatsächlich. Also kann das stehen bleiben. Dann unter Distanz Unit habt ihr die Möglichkeit einzustellen, entweder in km/h oder in Meilen. Mit Select kommt er wieder zurück ins Menü. Dann unter Display Item habt ihr die Möglichkeit einzustellen die verschiedenen Anzeigen, Trip, durchschnittlicher Speed, Maximum Speed, Batteriereichweite, die Kadenz oder die Trip Time. Mit den Wippen könnt ihr auf Exit wieder zurück ins Menü. Bluetooth verbindet euch dann dementsprechend mit dem Handy und somit auch Komoot. Die Anzeige wird euch dann in dem Display angezeigt. Über USB könnt ihr hier Power Supply auswählen und habt dann hier unten den Zugang, um euer Handy aufzuladen während der Fahrt. Layout gibt es leider keine Auswahlmöglichkeiten. Ich habe schon Videos gesehen, da gab es Auswahlmöglichkeiten, bei mir leider nicht. Ich habe nur diese Standardauswahl. So, und dann nochmal zurück. Layout und dann kommt Brightness. Hier könnt ihr euch die Farbe und die Helligkeit eures Displays einstellen. Auch ein sehr schönes Gimmick. Und zwar, wenn ihr runtergeht, habt ihr dann verschiedene Farben, Farbmodi. Jetzt hier sehr schlecht zu erkennen. Gelb, blau, lila, hier nochmal blau, helles Blau. Ich lasse es mal beim hellen Blau. Über Exit kommt er wieder komplett zurück. Ja, und dann sind wir schon einmal durch mit allen Einstellungen. Uhrzeit, Kilometer, Display-Einstellungen, was ihr angezeigt haben möchtet. Record Reset, da könnt ihr die Aufnahmen resetten, das heißt hier die Trip-Distanz könnt ihr löschen, den durchschnittlichen Speed könnt ihr löschen, den Maximum Speed könnt ihr löschen, der Kalorienverbrauch kann gelöscht werden, die Trip-Time, ja, das könnt ihr nochmal unter Record Reset dementsprechend auswählen und dann
löschen. Ansonsten bleibt es bestehen. Bluetooth, wie gesagt, hier ist die Verbindung mit Komoot möglich und eurem Handy. USB haben wir gemacht. Layout ist bei mir leider nicht auswählbar. Und Brightness war die Farbe und Helligkeit, die hier auszuwählen ist bei dem Display. Ja, und über Exit kommt er wieder zurück. Dann ist noch zu erwähnen zu dem Display. Hier auf der rechten Seite habt ihr den Lichtschalter. Wenn er den betätigt, dann geht das Licht an. Und nochmal drauf drücken, ist das Licht wieder aus. So, dann habt ihr hier über die Select-Taste auch noch die Möglichkeit, euch verschiedene Anzeigen anzeigen zu lassen. Hört sich doof an, ist aber so. Angefangen hier von der Gesamtkilometerleistung. Aktuell bei mir sind es 299 Kilometer. Die gefahrene Trip-Time bis dato 8 Stunden 26 Minuten. Dann die letzte Trip-Distanz waren 156 Kilometer. Unten nochmal die Gesamtkilometerleistung. Dann haben wir hier den Durchschnitts-kmh und nochmal die Trip-Distanz. Dann die maximalen kmh und die Durchschnitts-kmh. Ja, und die Reichweite zu meinem 28% vollen Akku auf der Stufe Standard und maximale kmh. Und das ist immer die Einstellung, die ich wähle. Die Kadenz ist für mich wichtig und die Reichweite. Rechten Seite habt ihr den Lichtschalter. Wenn er den betätigt, dann geht das Licht an. Und nochmal drauf drücken, ist das Licht wieder aus. Ja, und das waren die Einstellmöglichkeiten bei meinem Yahama-Display. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick über die Einstellmöglichkeiten eines Yahama-Displays. Und dann würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks mit E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.